14 Uhr mit mir im Studio Ulrich von der Osten und ein unglaubliches Thema, nämlich die Rückkehr von Michael Schumacher in den Formel-1-Rennzirkus. Ja, Isabel, nicht nur für ein Jahr, nein, gleich für 3 Jahre will es Schumacher noch mal wissen. Die Formel 1 hat ihn also wieder, der Rennfahrer Hunger habe ihn gepackt, schreibt er aktuell auf seiner Homepage. Der Rekordweltmeister unterschrieb einen Vertrag bei Mercedes GP. Er besetzt das Cockpit neben dem zweiten Deutschen im Team und das ist Nico Rosberg. Also ein Coup für Mercedes und sicher ein ziemlich riskantes Unternehmen für Schumi selbst. Schluss mit geheimnisvollem Lächeln. Der Deal ist perfekt. Michael Schumacher kehrt als Fahrer in die Formel 1 zurück und das für mindestens 3 Jahre. Die Entscheidung war ja die, ob ich mir es überhaupt vorstellen könnte. Wie gesagt, in Abu Dhabi war diese Entscheidung noch überhaupt nicht vorhanden, auch nicht die Bereitschaft, weil es gab in meinem Leben jetzt nichts, was ich vermisst hätte. 3 Wochen später, ich kann es nicht erklären, warum, war es einfach so. Gemeinsam mit dem 24-jährigen Nico Rosberg wird Schumacher bei Mercedes ein deutsches Team bilden. Dabei stand sein Comeback lange in Frage. Nackenprobleme nach einem Motorradunfall waren der Grund. Doch die Unterstützung der Familie hat den 41-Jährigen nicht aufgeben lassen. Bei meiner Frau, die lebt einfach dafür, dass ich auch glücklich bin. Und hat sofort in meinen Augen erkannt, dass da wieder ein Feuer brennt, was über 3 Jahre lang erloschen war. Und das jetzt wieder zu lodern beginnt. In 250 Grand Prix-Rennen feiert er 91 Siege. Rekorde für die Ewigkeit. Aber ob er im Silberpfeil daran anknüpfen kann, muss er beim ersten Rennen am 14. März in Bahrain erst einmal unter Beweis stellen. Jetzt ist es also endlich offiziell. Michael Schumacher fährt wieder Formel 1 und gefreut haben sich darüber eigentlich alle. Die Fans natürlich, klar, in Deutschland, auf der ganzen Welt. Das ist spannend, wenn ein 7-facher Weltmeister wieder ins Formel 1 Cockpit einsteigt. Die Fahrerkollegen auf der einen Seite freuen sich natürlich auf den Wettbewerb. Die würden dem Michael gerne zeigen, wo es lang geht. Und die Sponsoren und die Geschäftspartner der Formel 1 freuen sich natürlich über mehr Interesse. Wie das Ganze ausgehen wird, wie dieser, ich sag mal, Kampf zwischen diesen beiden Generationen, Schumacher als alter großer Meister und die jungen Wilden Lewis Hamilton und Nico Rosberg und Sebastian Vettel, wie die sich da gegeneinander schlagen, wie die zurechtkommen, das wird die Saison zeigen und das ist ein Grund, dass man sich darauf freuen kann. Das wird nämlich spannend. Ja, und besonders interessant sind die sehr überschwänglichen Kommentare von einigen Fans, zum Beispiel in einem Motorsport-Blog. Schreibt jemand, Weihnachten ist dieses Jahr schon am 23.12. The Master is back, der Unerreichbare, schreibt ein neues, grandioses Kapitel. Ja, und so geht es hier noch eine ganze Weile weiter, wie man sieht. Aber eine negative Reaktion bei Twitter lautet so. Joseph aus Großbritannien schreibt, ich hoffe, dass Hamilton und Button Michael Schumacher im nächsten Jahr zerstören werden. Der Mann hatte seine besten Tage und sollte einfach für jemand Jüngeres Platz machen. Also so viel zu den eher verhaltenen Reaktionen, nennen wir es mal so. Aber von Michael Schumacher selber gibt es auch schon eine Nachricht im Netz. Und zwar schreibt er seinen Fans auf seiner Homepage, ich habe mich entschlossen, nochmals in der Formel 1 anzugreifen. Mercedes Grand Prix und ich werden in den nächsten 3 Jahren gemeinsam an den Start gehen. Und offen gesagt juckt es mich heute schon bei der Aussicht, wieder ins Lenkrad zu greifen. Also so viel zur Motivation von Michael Schumacher und auch so viel zu den Kommentaren im Internet. Denn Schumachers Comeback ist ein ganz großes Thema hier. Schumachers Comeback ist Balsam für die Formel 1. Zurückgehende Zuschauerzahlen, große Automobilhersteller, die wegen der Krise aussteigen aus der Königsklasse und die Skandale der vergangenen Monate. Jetzt kommt ein Mann zurück, der wie kein anderer für den Erfolg der Formel 1 steht. Diese goldenen Zeiten haben Schumacher übrigens reich gemacht. Man könnte ihn auch als erfolgreichen Finanzjongleur bezeichnen. Mit nur 1000 Mark Taschengeld kam Michael Schumacher in die Formel 1, hat sich erfolgreich durchgeboxt und ging als König. Den Motorsport hat er geprägt wie kein anderer. Sein sportlicher Erfolg macht sich auch auf seinem Konto bemerkbar. Sein Privatvermögen hat der 7-fache Weltmeister auf geschätzte 900 Millionen Euro gestemmt. Auf dem Höhepunkt seiner Karriere verdiente Schumi rund 52 Millionen Euro pro Saison. Allein 35 Millionen zahlte ihm sein Arbeitgeber Ferrari. Geschätzte 10 Millionen aus Sponsorengeldern und Werbeverträgen sowie 7 Millionen Euro durch Fanartikel kamen jährlich hinzu.
Jetzt ist er wieder da. Michael Schumacher kehrt ins Formel-1-Cockpit zurück und fährt in der kommenden Saison für das neue Mercedes-GP-Team um WM-Punkte. Das Comeback des Jahres soll dem Kärntner weitere 7 Millionen Euro Gehalt bescheren. Auch Formel-1-Boss Bernie Ecclestone dürfte die Rückkehr des siebenmaligen Weltmeisters freuen, denn Schumi ist ein Publikumsmagnet. Michael Schumacher im neuen Team von Mercedes, also besser kann man gar nicht die Erwartungshaltung in die Höhe fahren. Das erste Rennen startet am 14. März in Bahrain. Für Schumi steht bis dahin erstmal hartes Training auf dem Programm. Zum Comeback jetzt ein Interview mit Mercedes-Motorsportchef Hauck. Ja, ganz klar, denn natürlich dieses Comeback von Schumacher elektrisiert nicht nur die Motorsportwelt, sondern natürlich auch die Gelegenheitsfans der Formel 1, die werden jetzt öfter mal reinschauen. Und wir fragen deshalb mal nach beim Motorsportchef von Mercedes, bei Norbert Hauck. Ja, Herr Hauck, wie haben Sie diesen Deal denn jetzt letztendlich eingefädelt? Ach ja, das ging eine Weile, das war letztlich, hat sich das so ergeben, dass der Michael die Lust wieder verspürt hat. Natürlich hat er mit Ross Brawn den idealen Ansprechpartner. Er hat alle seine WM-Titel mit ihm gewonnen, eine gute Verbindung zu Mercedes immer gehabt. Er war einer unserer Mercedes-Junioren damals und so hat sich der Kreis geschlossen. Also Sie hatten immer den Kontakt und jetzt waren Sie natürlich gerne bereit, ihm den Sitz im Auto zur Verfügung zu stellen. Ja, natürlich. Wir hatten auch als sportliche Rivalen immer einen guten Kontakt, das muss man sagen, und haben uns respektiert. Auf der Rennstrecke alles gegeben, die Fahrer gegenseitig. Gab sehr lange Zeiten, Rot gegen Silber, was wirklich Mika Häkkinen, David Coulthard, Michael Schumacher im Rennsport gezeigt haben, das sucht seinesgleichen. Aber wir konnten neben der Strecke immer gut miteinander umgehen. Was glauben Sie, welches Risiko gibt Mercedes ein? Weil Schumacher, 41 wird er sein, wenn die Saison beginnt, hat ja Konkurrenten, die naja, Mitte 20 sind, so gerade eben mal. Ja, ich glaube aber, dass man sehr fit sein kann in seinem Alter und ein besonderer Rennfahrer wie er hält sich auch fit, er tut auch was dafür, das ist gar keine Frage. An dem Punkt würde ich mir keine Sorgen machen, aber wir haben starke Konkurrenz und das ist der Reiz an dem Ganzen. Wenn Sie wüssten, jetzt schon wie alle Rennen im nächsten Jahr ausgehen, dann hätten wir nicht die Millionen Zuschauer und natürlich wollen wir uns als Marke mit geringem finanziellem Einsatz mit guten Partnern wie Petronas so darstellen, dass wir wettbewerbsfähig sind und einen guten Job für den Stern machen. 3 Jahre wird die Zusammenarbeit jetzt erst einmal dauern und im Prinzip muss man sagen, der siebenmalige Weltmeister und Mercedes zusammen, da kann das Ziel nur die Weltmeisterschaft sein. Die Fans auf jeden Fall erwarten das. Ja sicher, wir haben die Weltmeisterschaft 3-mal geholt, Michael alleine hat sie 7-mal geholt. Da kann man schlecht sagen, beim 8. Versuch haben wir mal was ganz anderes vor. Das ist das Ziel. Ob man das dann immer erreicht, ist ein zweites Thema. Es gibt nicht das Siegesabo für niemanden, aber wir stellen uns dem Wettbewerb. Das wird uns, glaube ich, hoch angerechnet. Das passt zur Marke Mercedes-Benz, sich einfach dem härtesten automobilsportlichen Wettbewerb zu stellen. Und genau das tun wir. Und das tun wir jetzt eben mit dem bisher erfolgreichsten Formel-1-Rennfahrer, den es jemals gegeben hat. Und das gibt der ganzen Kampagne sicherlich noch eine besondere Note. Also keine Angst vorm Scheitern? Ja, wer Angst hat, man muss, glaube ich, sehr behutsam in Sicherheitsfragen sein, sehr umsichtig. Aber wer sich nicht traut, braucht nicht in der Formel 1. Ja, vielen Dank, Herr Hauck. Und dann geben wir jetzt zurück nach Köln. Und eins ganz sicher, ich glaube, wir alle freuen uns und fiebern dem Beginn der nächsten Formel-1-Saison entgegen. Schumachers Comeback ist eins der spektakulärsten Sportler-Comebacks der vergangenen Jahre und Jahrzehnte. Wir haben 3 vergleichbare Fälle für Sie herausgesucht. Alle 3 Sportler eint, dass sie zwar zurückgekommen sind, aber nicht ganz nach oben. Der eine spielte nur noch bei einem zweitklassigen Verein, der andere besiegte einen nicht mehr jungen Gegner und der, mit dem der Film beginnt, wurde nur Dritter, nicht Erster. 26. Juli 2009. Lance Armstrong beendet die Tour de France als Gesamtdritter. 4 Jahre zuvor war dem Amerikaner das gelungen, was nur wenigen gelingt, der Abschied auf dem Karrierehöhepunkt. Armstrong stieg nach seinem 7. Toursieg in Serie vom Sattel, aber... Once a racer, always a racer. So einmal Rennfahrer, immer Rennfahrer. Wenn sich die Chance ergibt zu fahren, werde ich sie immer nutzen.
spricht's und steigt wieder aufs Rad. Denn Armstrong ist noch nicht fertig mit der Tour. Im kommenden Jahr möchte er seinen Rivalen Alberto Contador noch einmal angreifen, um doch noch den ersehnten 8. Toursieg einzufahren. Henry Maske am Boden. Nur ein einziges Mal hat Deutschland seinen Vorzeigeboxer der 90er Jahre so gesehen. Und das ausgerechnet nach seinem letzten Kampf 1996 gegen Virgil Hill. 11 Jahre später wagt er das Comeback und es gelingt. In einer spektakulären Revanche besiegt er den immer noch aktiven Weltmeister Virgil Hill klar nach Punkten. Das war einfach wunderbar für mich. Was man auch so sagen kann? Ja! 1283 Tore hat Pelé in seiner Karriere geschossen. Dreimal wurde er Weltmeister. Nach seinem Rücktritt der größte Fußballer aller Zeiten, aber sein Vermögen verloren und wird zum Comeback gezwungen. Also nimmt er seine Schuhe kurzerhand vom Nagel und unterschreibt einen millionenschweren Vertrag bei Cosmos New York, wo er unter anderem auf Franz Beckenbauer trifft. Große Namen, große Karrieren, große Comebacks. Und Michael Schumacher wird sich nicht einfach nur einreihen, sondern in alter Rennfahrermanier alle überholen wollen. Und noch mehr zum Thema Schumacher und Comeback um 18.30 Uhr in einem weiteren News-Spezial hier bei NTV. Und jetzt haben wir